Ausgabe von meincamp.de. Heute berichten wir aus China, nicht ganz aus China, sondern von unserem neuen Mitfahrer in dem brandneuen Clever Celebration, den wir euch bei Gelegenheit auch mal näher vorstellen werden. Im Moment aber ist das Wetter so hundsmiserabel und winterlich, dass eine Außenaufnahme sowohl von Lichtverhältnissen als auch von der Witterungsverhältnissen nicht möglich ist. Aber wir wollen erst einmal anfangen bei einem neuen Radio. Und das ist ein Chinese von der Firma Pumpkin. Dieses Radio ist eigentlich kein Radio, sondern ist eigentlich ein Android-Tablet-System mit vielen verschiedenen Programmen. Und genau das haben wir uns hier in dieses Mobil einbauen lassen. Um es vorwegzunehmen, es ist tatsächlich nicht das billigste Radio, was man kriegen kann, dieses Pumpkin, aber es ist immerhin ein preiswertes Radio. Also wir reden hier je nach Verkaufspreis, den man bei den Billiganbietern kriegen kann, um die 300 Euro. Wir haben mal einen Anbieter auch, wie immer, unten in der Videobeschreibung verlinkt, nämlich die Firma Amazon. Den Einbau hat eine Profi-Werkstatt gemacht, da komme ich auch später nochmal zu. Ich kann das also wirklich empfehlen, das durch einen Profi machen zu lassen, denn wir haben hier neben einer Freisprecheinrichtung haben wir natürlich auch die Original-Dometic-Rückfahrkamera, Stichwort Dometic-Rückfahrkamera, auch dazu in Kürze ein kleines Video von meincamp.de, und wir haben eine Wi-Fi-Antenne verbaut, sowie, das zeige ich euch gleich, wenn wir das uns anschauen, im Handschuhfach von unserem Clever Drive, nein, von unserem Clever Celebration, haben wir auch einen externen USB-Anschluss. All das war mir in diesem neuen Auto, wie gesagt, der ist jetzt 14 Tage alt, etwas zu riskant, selbst Hand anzulegen, deshalb an der Fachwerkstatt. Lange Rede, kurzer Sinn, wir schalten unser neues Pumpkin-Radio einmal ein. Und wie ihr seht, es schaltet sich hier sofort auf das Radio. Machen wir erstmal leiser. Das ist eigentlich die Hauptfunktion natürlich von so einem Radio. Von so einem, klar, Autoradio muss natürlich auch Musik spielen, verschiedene Sender spielen können. Aber wenn wir hier mal zurückgehen, sind wir in dem Hauptmenü unseres Pumpkin. Was mir sehr wichtig war, ich wollte ein Radio haben mit einem großen Display, damit auch die Rückfahrkamera von Dometic ansteuerbar ist. Ich wollte keinen weiteren einzelnen Monitor haben. Ich habe jetzt bereits den Rückwärtsgang eingelegt. Im Moment sind wir im Radiobetrieb. Und ich werde jetzt einfach die Zündung einschalten. Und mit jedem Einlegen des Rückwärtsgangs oder Zündung selbstverständlich bekommen wir das Rückfahrkamerabild. Aber nicht erschrecken, wir haben Schneetreiben und Regenwetter. Sehr viel sehen wir nicht, denn die Kamera ist etwas nass. Also einmal Zündung einschalten und Radio wird stumm geschaltet und wir sehen jetzt hinter uns das Rückfahrkamerabild. Wie gesagt, durch die vielen Regentropfen an der Kamera ist es ein bisschen verwischt, aber das hat ja eigentlich nichts mit dem Radio zu tun. Wichtig eben nur, dieses Radio kann das Signal der Dometic-Kamera wiedergeben. Alles, was man dafür braucht, ist auch bei der Dometic dabei, nämlich das Y-Kabel, das Adapterkabel. Da müsst ihr nichts extra kaufen, das lässt sich sofort verbinden. Der große Vorteil bei unserem Wohnmobil war natürlich auch, dass bereits vom Werk aus ein Kabel gelegt war, von der dritten Rückleuchte zum Radio. Das war also im Prinzip, was die Rückfahrkamera anbelangt, hier vorne beim Einbauen, reines Plug-and-Play. Die Besonderheit allerdings, finde ich, bei diesem Radio ist nicht die Rückfahrkamera und der Radioempfang. Das kann ja jedes Doppel-DIN-Radio auch. Das Besondere an diesem Radio ist, so finde ich, eigentlich das Android. Und das schauen wir uns mal an. Im Moment ist es so, dass wir verbunden sind mit dem Internet. Und somit stehen uns ja auf diesem Radio alle Applikationen zur Verfügung, die man als Camper auch gerne nutzt. So zum Beispiel auch unsere App von ProMobil, der Stellplatzradar. Der ist hier bereits vorinstalliert und wir starten ihn mal auf unserem auf unserem Pumpkin-Radio. Das gewohnte Bild kennen wir vom Smartphone oder vom Tablet und wir sind bereits hier in der Auswahl von Zielen, die wir hier im Umkreis sehen können. Wir sind in Westmünsterland, im Moment stehen wir aktuell an einem Stellplatz in Darfeld. Eigentlich hätte ich ihn ganz gerne heute auch noch aufgenommen und euch gezeigt, aber wie gesagt, die Witterungsverhältnisse sind einfach zu schlecht, also machen wir hier und heute mit dem Radio weiter. Ja, ihr fragt mich jetzt gerade hier, es wurden zwei Stellplätze aktualisiert, wir wollen das aber nicht tun, das dauert mir ein bisschen zu lange und er zeigt mir jetzt die Stellplätze in der Umgebung auch an. Und wenn es abgeschlossen ist, können wir uns gleich den Bildschirm anschauen. 21 Ergebnisse hat das System gefunden. Und nehmen wir jetzt mal das Beispiel. Wir wollen ja nicht über die App sprechen, sondern wir wollen über das Radio sprechen. Wir finden jetzt hier noch einen Stellplatz, sagen wir mal. Ich glaube, ich wollte mal das
Großfeld nicht, sondern ich glaube, Havixbeck auch nicht, Großfeld nicht, Notto. Und das wird mein nächstes Ziel, denn da wird gleich bei einem Wohnmobilfachhändler noch ein Trummer Duo Control eingebaut. Also in der Nähe wäre der Stellplatz am Wellenfreibad. Wir machen das mal hier auf unserem Radio, klicken den Stellplatz an. Dann zeigt er uns wie immer und gewohnt auch die Informationen zum Stellplatz. Ja, was wir jetzt machen können direkt aus dem System heraus ist, wir können sofort das integrierte Navi starten. Und das System lädt dann sofort unseren Free Navigator. Das ist diese kostenlose Navi-App, die ohne Internet funktioniert. Die wird geladen. Und wir können gleich die Navigation starten nach Nottoln. Das war erst einmal ein Schnellüberblick über die Funktionen des Pumpkin-Radios. Ins Detail gehen wir noch später einmal, wenn wir uns noch mal näher damit beschäftigen. Was ich euch jetzt zeigen möchte, ist noch eine neue App, die wir gleich installieren werden. Eine App, die so ähnlich funktioniert wie der Stellplatzradar, doch eine bestimmte Besonderheit mitbringt, die möglicherweise speziell für die Kastenwagen-Camper interessant sein könnte. Die App, die ich meine, nennt sich Park for Night. Und weil wir jetzt mit einem ganz normalen Android, also ähnlich wie auf jedem Handy oder Tablet auch verbunden sind im Internet, können wir auch hier unter Einstellungen unseres Pumpkin Radios uns den Google Play Store suchen und im Google Play Store nach allen Apps suchen, die wir eigentlich auch so gewohnt sind. Ich komme gleich noch zu einer großen Einschränkung, die mich enttäuscht hat. Nicht vom Radio enttäuscht hat, sondern von dem Hersteller. Denn auf diesem Radio läuft zurzeit noch kein TomTom Go. Ich habe den Support angesprochen von TomTom und wir hatten ein sehr sympathisches Gespräch. Offenbar ist das dem Support bekannt und man arbeitet daran. Wann aber TomTom dahinter kommen wird, das weiß ich noch nicht. Ob es Alternativen gibt, das werden wir in Kürze mal rausfinden. Es soll Möglichkeiten geben, auch TomTom auf diesem Gerät nutzen zu können. Aber da komme ich gleich zu. Gucken wir erst einmal nach dieser neuen App, die ich meine, und die nennt sich Park for Night. Ja, soweit zum ersten Teil über das Pumpkin Autoradio. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen über einen Daumen oben. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, denn in Kürze zeigen wir im zweiten Teil viele weitere Features, die ein Android-Radio fürs Wohnmobil wirklich zur Besonderheit machen. Also, tschüss und bis zum nächsten auf diesem Kanal.